Willkommen zurück. Die Partien, wie versprochen. Also ich darf gegen Dortmund ran. Ich muss gegen Dortmund ran. Von dürfen ist keine Rede. Und jo, du hast Wacker Innsbruck als Ich Gegner. habe Wacker Innsbruck. Coole, interessante Aufgabe auf jeden Fall. Und du hast auch deine ganzen Nationalspieler wieder. Ja. Ganz wichtig natürlich. Das freut mich sehr. Ich werde dann nächste Woche, nee, übernächste Woche haben wir dann erst. Dann gehen wir mal auf, wir haben ein ausgeglichenes Training, dann die Woche drauf gehen wir auf die Taktik vor dem Turnier, weil da werden sie sicherlich ziemlich müde sein. Und dann gehen wir mal zum Spiel, schauen wir mal, wie die taktischen Änderungen funktionieren. Bin echt neugierig. Wir werden sehen. Ich habe mir natürlich einiges notiert und ja, bin auch echt neugierig, wie sich deine Mannschaft jetzt schlägt. Ich auch. Also mit den Nationalspielern normalerweise ganz gut. Ja, ich hoffe mal das Beste. Also vom Gegner her sollte es auf jeden Fall gehen. Auch wenn Innsbruck keine schlechte Mannschaft hat. Aber schade, dass es mit den Transfers nicht geklappt hat, dass der 17-Jährige noch nicht da ist. Den hätte ich gleich gerne mitgenommen. Dafür habe ich eh zwei andere Talente mit, also. Jo. Oh Gott, die Dortmunder Aufstellung. Also sie schonen nicht unbedingt. Okay. Aubameyang, Mkhitaryan, Reus, Weigl, Gündogan. Innsbruck spielt in einem 4-3-3 mit drei Stürmern. Mutig. Ja, kann man machen. So, Aubameyang. Jo, schauen wir mal. Ich mag nicht. Also ich sag denen jetzt einfach mal, dass es nicht ums Ergebnis geht. Okay. Ich bin soweit. Aber ich Jo. muss jetzt sonst nicht auf dich warten, gell? Stimmt. Ich gehe auf erweitert dieses Mal, weil umfassend war dann echt, dann haben wir jedes Mal Überlänge. Okay. Dann kommen wir mit dem Aufnehmen, glaube ich, nicht nach. Ja, dann mache ich auch erweitert. So, und dann werden wir sehen. Ich meine, gegen Dortmund erwarte ich mal jetzt wirklich gar nichts. Die sind sogar noch ausgeruhter als ich. Sokratis, erster Fehler, Ecke für Kaiserslautern. Und die Ecke zeigen sie nicht. Toll. War wahrscheinlich nicht so überragend. Wir hätten das Freundschaftsturnier bei dir machen sollen, oder? Größeres Stadion. Ja. Müller mit einem Abschlag, der missraten ist. Also eigentlich war das anscheinend faul oder abseits, wie auch immer. Also irgendwo von der Seite. Reus nimmt ihn direkt und er geht am leeren Tor knapp vorbei. Auch das jetzt die Aktion. Löwe mit dem Einwurf auf Vucur und Vucur läuft aber gerade weg und schaut nicht hin. Aubameyang kriegt den Ball und Chance Dortmund. Aber das ist die Eingespieltheit, würde ich mal sagen, oder? Unter anderem. Ja, kann daran liegen, denke ich. Ist ja Neben. gerade eine Riesenchance durch Lindl. Uff. Und miserabel, oder? Nee, gut gehalten. Ah, okay. Boah, Müller mit einer Glanztat. Da haben wir gerade eine Ecke gehabt Oh. und der Konter. Wie Also ich viele Minute hast du schon? bin jetzt bei der 18. Minute. Ah, okay, ich auch. Ich probiere jetzt im Sturm gerade falsche 9 aus. Habe jetzt mal Mugosha vorne rein. Mal schauen, wie sich das jetzt so spielen lässt. Ja. Also Lindl ist jetzt auf jeden Fall schon mal offensiver, weil ich habe jetzt dann seine Rolle als zentralen Mittelfeldspieler auf Angreifen. Okay, das heißt ja schon mal auffälliger als bei Genau. unserem Duell. Okay. Genau. Ich hatte gerade eine Riesenchance. Fast das 1-0. Aber die Chance ist noch da. Bürki hält gut. Also Dortmund unter Druck zum ersten Mal. Nach einer Ecke.
Das heißt, bisher die einzig gefährlichen Aktionen über Standardsituationen bei mir. Ja, ganz kuriose Szene bei mir gerade. Ja, was denn? Über die rechte Seite, super rauskombiniert und dann spielt Adlung einen Steilpass auf Stefan. Ja. Und Hast Stefan schon wieder recht? ja. Sehr cool. Und der Ball ist aber zu lang, springt dann aber an die Eckfahne und zurück ins Feld. Oh, das ist cool. Dann konnte er doch noch flanken. Es wird zwar nichts, aber Ja. lustig allemal. Aber ich finde es cool, dass du so eine Entdeckung gemacht hast mit ihm als rechten Verteidiger. Ja, das freut mich echt. Ich finde gerade das sind so die coolsten Sachen, wenn man solche Spiele spielt. Also wir drücken jetzt Innsbruck hinten rein. Ja. Haben auch mehr Ballbesitz, aber jetzt kriegen wir den Konter. Und? Er flankt nicht. Doch jetzt. Und jetzt ist die Chance vorbei. Ich habe jetzt ewig gebraucht, bis sie den Konter ausspielt. Also bei mir ist Halbzeit. 0-0, Nee, ich wir bin noch echt nicht. zufrieden. Da kannst du zufrieden sein. Wobei meine Spiele halt komplett kaputt sind, also ich muss jetzt wechseln. Und Okay. das ist, ja, spätestens jetzt wird es dann halt bitter, wenn es wechseln muss gegen Dortmund. Glaube ich. Oh. Gegentor. Ja. 1-0 Innsbruck. Wie das? Ja, da haben sie uns schön ausgekontert. Eieiei. Flanke, Kopfball, Tor. Ja, das geht dann ganz schnell. Auch gerade dann, wenn du überlegen bist, das ist ja das Fiese. Ja, ist kein gutes Spiel für uns bisher. Ja, du hebst dir die guten Spiele für mich auf, gell? Richtig. Kann nicht Scheinbar. jede Woche gut spielen. Ja. Ah, ich weiß noch nicht, wen ich sonst noch wechsle. Ich will ja auch nicht zu viel wechseln gerade. Ich probiere den Gauss auf links statt dem Halfer, der sehr unauffällig war. Da gehen wir auf Unterstützen. Und gehen wir mal auf. Nee, nicht Defensivstürmer. Probieren wir die falsche 9. Die hast du jetzt auch gehabt, hast du gesagt, oder? Ja, Ja. ich bin aber nicht überzeugt bisher. Ja. Wen hattest du jetzt auf der falschen 9? Mugosha. Den Mugosch hast gesagt, okay. So, jetzt ist Halbzeit, jetzt kriegen sie den Anschluss. Riesenchance und zu langsam gespielt. 43.000 im Stadion. Nicht schlecht. Ja, damit sollte sich die Dortmunder Gebühr ausgehen. Ja, da sollte es gut Einnahmen machen. Ja, hoffentlich. Muss kurz noch da rein. Muss gerade überlegen, wen ich da noch bringe. Schulze könnte man eigentlich wieder probieren, der ist von den Fähigkeiten ja eh ganz gut. Hinten statt Zimmer. Also ich habe jetzt nicht auf einen Schlag gewechselt, so wie in der letzten Partie, sondern mache das jetzt so von Zeit zu Zeit. Gerade da, wo sie wirklich müde sind. Also überall. Ja, ich muss es jetzt mit der falschen 9 wieder umstellen, weil das hat mir nicht gefallen. Ja. Ich versuche jetzt mal mit dem Knipser. Lustigerweise funktioniert es bei mir mit falscher 9 besser als mit ich weiß gar nicht, was ich vorhin hatte. Okay. Defensivstürmer, glaube ich, auf mit nee, Def Zielspieler auf Defensiv, glaube ich. Okay. Aber wir kombinieren jetzt vorne nicht mal so schlecht. Also das Passspiel ist gerade echt ansehnlich. Jetzt. Jetzt. Komm, Ja. mach ihn. 1-1. Sehr gut. Wer? Adlung. Okay. Schön rausgespielt über die rechte Seite. Du weißt über wen. Stefan. Stefan. Ja, sehr gut. Macht wieder eine gute Partie. Ausgezeichnet. Läuft doch. Mir ist schon 65. und es steht noch 0-0. Absoluter Achtungserfolg Auf jeden vorübergehend Fall. mal.
Auf jeden Fall. Das einzige Problem ist, ich müsste jetzt eigentlich im zentralen Mittelfeld auch noch wechseln und ja. Ach, war das kläglich jetzt gerade. So schlimm. Frei vom Tor und er schießt 15 Meter vorbei. Also ich gebe jetzt meinem 17-jährigen Wegesser die Chance im Sturm. Chris Löwe ist komplett fertig, den sollte ich jetzt rausnehmen. Bring mal Koch nach links. Ne, muss Schulze auf links. Und wen haben wir da noch? Markus Karl. Der spielt aktuell durch. Alomerovic habe ich auch noch nicht drin. Wollte ich auch noch. Wie läuft's? Ja, noch 1-1. Ich habe jetzt viel gewechselt. Ne? Jetzt ist der Spielfluss ein bisschen raus. Soll ich offensiver werden gegen Dortmund? Ich weiß nicht. 75. Och, oh gut, yeah. Er schießt den Keeper an aus 5 Metern. Das klingt nach Okotie, ja. Ja, genau. Und jetzt kriegen wir den Konter. Und okay, Kagelmacher klärt. So, ich bin jetzt offensiver. Oh. Was vor allem daran liegt, dass der Karl komplett fertig ist und ich da jemanden bringen wollte. Das ist mein nächstes junges Talent drin. Weg, Esser. Der 17-Jährige macht's 1-0 gegen Dortmund. Ja, stark, stark. Ist ja geil. Nein, aberkanntes Tor. Trikot ziehen. Alter, ich gebe euch gleich Trikot ziehen. Oh, schade. Oh, das wäre der 17-Jährige, das wäre natürlich genial gewesen. Das wäre absolut genial. Vor allem richtig schön kombiniert. Das wäre auch generell eine Überlegung als zweite Formation, falls ich wirklich mal offensiv werden muss durch Rückstand etc. Jetzt habe ich eigentlich nur den defensiven Mittelfeldspieler rausgenommen und dann offensiven Mittelfeldspieler gebracht. Das Problem ist, jetzt macht Dortmund wieder Dampf, aber der ist schlecht. Sagen wir den Jungs noch, dass sie sich konzentrieren sollen. Wenn ich es finde, da. Schaut es bei dir so statistikmäßig aus? Hast du die auch offen? Ja. Ballbesitzschüsse und so? Ja, Wacker Innsbruck hat mehr Schüsse, Ja? aber ich habe mehr aufs Tor. Ah, okay. Ballbesitz habe ich leicht mehr, 52%. Ist bei mir eigentlich auch erstaunlich. Ich habe 44% Ballbesitz, was ich gar nicht so wenig finde gegen Dortmund. Ja. 45. Und 4 Schüsse aufs Tor und sie haben 6 Schüsse aufs Tor. Also ich muss echt sagen, mit der Taktik scheint es ganz gut zu funktionieren. Gut gemacht, Männer, ich habe sie gelobt, alle begeistert. 0-0, absolut zufrieden. Großartig. Mein Co-Trainer sagt, ich soll sie loben, weil sie nochmal zurückgekommen sind und ein Remis geholt haben. Großartig. Ich sag mal gar nichts. Ja, hast wohl recht, muss ich sagen. Naja, gegen Innsbruck hätten wir jetzt schon mal gewinnen können. Du konntest die Leistung nicht bestätigen von der letzten Woche, gell? Nee, war ein bisschen enttäuschend. In der zweiten Halbzeit war es wieder besser. Weißt du, wie geil? Steht sogar, Borussia Dortmund Team erkämpft sich ein Unentschieden. Ja, ich sehe es. Sehr gut. Ja, kann sich sehen lassen. Ich schau mal von der Zeit her aus. Ja. Geht noch ein bisschen. Geht noch was? Ja. Na dann. So, Transfer verschieben. Ich gehe mal auf Budget angleichen. Wir haben das Budget angeglichen und den Deal bestätigt. Also Bradley, der Neuer, ist jetzt bestätigt. Sollte in Kürze da sein. 1. Juli, 3 Tage. Ja. Den werden wir dann gleich zu U19 verschieben, wo er Erfahrung sammeln sollte. Und den werden wir dann halt immer wieder hochziehen. Eventuell die Vorbereitung werde ich ihn wahrscheinlich gleich mitmachen lassen, oder? In der ersten. Kommt jetzt dann darauf an, wie stark er wirklich ist, oder? Ja, stimmt, aber. Ja. Oder hast du ihn ja nicht ausgescoutet, oder?
Nicht ganz, nein. Also es ist ein bisschen eine Wundertüte. Okay. Aber vor allem, ich habe nicht einmal noch den Scout-Bericht bekommen. Also da sieht man, wie meine Scouting-Abteilung im Vergleich zu deiner arbeitet. Wofür hast du gezahlt jetzt? 300, also 250 fix und die 100 können auch noch dazukommen, glaube ich. So irgendwie war das. Okay. Also mit Verschieben ist sich das ausgegangen. Also ich kenne den Spieler gar nicht, keine Ahnung. Na, ich auch nicht, aber. Ah, deutscher Talentsichtungstag ist. Ja, gleich Spieler beobachten. Spiel schaue ich mir nicht an, aber. Nee, ich mache auch nur Spieler. Schauen wir mal. Dann können wir ja nachher philosophieren, wen man nehmen könnte. So, die Spieler sind erschöpft, das glaube ich. Kann ich denen dann eigentlich, wenn ich da das. Ah, da kann ich freien Tag ansetzen. Das werden wir machen vor dem Turnier gegen Ajax. Machen wir noch einen trainingsfreien Tag. Wen hast du schnell beim Turnier? Lazio oder so? Ja, Lazio. das wird ein richtig geiles Turnier. Dann sehen wir uns wahrscheinlich hier wieder im Spiel um Platz 3. Ja, davon gehe ich aus. Außer ich verkaufe mich wieder so wie gegen Dortmund, dann ist das okay. Schauen wir mal. Aber die Formation an sich gefällt mir schon ganz gut. Ich weiß nur echt noch nicht, was ich mit meinem Stürmer machen soll. Ja, ich bin jetzt auch nicht zufrieden gewesen. Ja, ich bin mit ihm an sich jetzt noch nicht ganz so zufrieden und mit der Art und Weise, mit der Rolle an sich auch nicht. Ich meine, er ist 1,92 groß. Er hat auch noch eine extrem gute Sprunghöhe, Fitness, Aggressivität, Einsatzfreude. Aber Abschluss halt nur 12. Halt auch nicht so der Burner. Ja, ich weiß nicht, ich bin bei mir auch unsicher. Mugosha hat man jetzt überhaupt nicht gesehen im Spiel. Ich gehe mal kurz auf dich. Schauen wir mal bei den Spielern. Mugosha kenne ich ehrlich gesagt zu wenig. Was ist denn das für Stürmertyp? Jetzt habe ich ihn offen. 1,88. Okay, also eher Ja. auch so ein Sturmtank, oder? Ja, es hat auch eher so einen Stoßstürmer eigentlich. Ja. Er kann auch offensiv ins Mittelfeld spielen. Aber für das, so wie du es vorhast, dieser Code hier doch echt perfekt, oder? Eigentlich schon. Weil er. Aber der wird halt nicht fit. Naja. Naja. Sonst hast du stürmermäßig ein Naja. Rodri ist verliehen. Ja, ich habe jetzt Nix mehr, gell? Nicht viel. Okotie. Hein natürlich. Ja, Hein habe ich noch. Wolf kann theoretisch Stürmer spielen. Ja. Aber es geht wohl zwischen Okoti und Mugosa. Also. Ja, das passte. Nachdem Stefan Ha. kann Stürmer spielen, gell? Ja, Stefan kann alles spielen. Stell ihn ins Tor, er ist 1,88 groß. Ja, vor allem bei dem ist es echt erstaunlich. Total Auf genial. rechter Verteidiger hat er nur so einen halben Balken voll. Also Ich weiß schon, ja. Eignung. Nur so einen halben Balken. Diesen meint er. Ja. Ja, da sieht man wieder, wie wenig das aussagt, gell, wenn du wirklich ein Spiel hast, wo es von den Fähigkeiten einfach passt Aber in und den dem zwei System. Spielen halt echt Ja. gut gespielt. Wen hast du da sonst rechts hinten? Gerade überlegen. Kovac. Also als Fixen. Nein, da habe ich eigentlich keinen fixen. Es wäre jetzt gegangen zwischen Stefan, Kagelmacher, Kovac. Das heißt, momentan hat er da eh gar nicht so schlechte Karten, oder? Momentan hat er sehr gute Karten, wobei Na cool. Kovac auch erst eine Halbzeit gespielt hat. Ja. Weil der ja bei der Slowakei war. Okay. Der ist ja auch noch relativ jung, oder? 20. Ja, siehst. Genial. Wenn du da ein bisschen rotieren kannst zwischen den beiden, ist das eh super. Ja, Muss man sowieso. sehen, wie das dann wird. Genug philosophiert. Ich glaube, das werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Und ja, gibt dann eh wieder genug zu quatschen. Also ich habe dann Lok Leipzig. Wie sieht es bei dir aus? Parma. Cooler Gegner. Auch ein sehr interessanter Verein. Ziemlich gefallen. Naja, passt. Wieder einschalten. Bis dann.